Die Toskana, 1476. Wir sollten nah sein. Grazie a Dio. Maria und Claudia zur Villa Auditore in Monteriggioni eskortieren. Hier lang. Ich wollte eigentlich gerade den Datenbankeintrag angucken. Also man hätte uns ja auch mal eine Kutsche zur Verfügung stellen können. Na, toll. Buongiorno, Ezio. Wie kannst du Florenz verlassen, ohne dich richtig zu verabschieden? Ezio! Was willst du, Vieri? Oh, so viele Dinge. Einen größeren Palazzo, zwei neue Hengste, eine hübschere Braut. Oh, ach ja, und dein Leben. Mein Beileid für den Verlust deines Vaters und deiner Brüder. Was wird nun geschehen, wo dir keiner mehr helfen kann? Ich habe wunderbare Dinge mit deiner Mutter und deiner Schwester vor. Das wird mir zu langweilig. Erledigt ihn und schont die Frauen nicht. Was ist das für ein Zauber? Keine Zauberei, Junge. Können. Zeigt euch jetzt! Wie du willst. Hier, benutzt das. Tötet sie! Ah. Tötet sie alle! Hallo! Ein Schwert! Jetzt gibt's auf die Mütze. Hallo? Na? Geh doch mal! Ich schulde euch Dank. Behalte das Schwert, Ezio. Kenne ich euch von irgendwoher? Erkennst du mich nicht? Ich bin's, Mario. Onkel Mario? Ja, zu viel Onkel Zeit Mario. Neffe. Viel zu viel. Ich hörte, was in Florenz passiert ist. Furchtbar. Komm, bringen wir euch hier weg. Sicheres Geleit. Monteriggioni, im 13. Jahrhundert von den Oberherren der Siena erbaut, spielte Monteriggioni eine aktive Rolle bei der Verteidigung der Toskana gegen florentinische Versuche, sein Territorium zu erweitern. An vorderster Front stand bei diesem Konflikt die Auditore-Familie, die zu den Regenten und Beschützern der Stadt wurde. Die Auditore waren es auch, welche die berühmten Mauern Monteriggionis erbauten, bis heute noch zu sehen sind. Obwohl sie in Opposition zu den florentinischen Begehrlichkeiten standen, hatten die Auditore ein sehr herzliches Verhältnis zur Medici-Familie, wohl vor allem aufgrund ihrer gemeinsamen florentinischen Wurzeln. Monteriggioni leistete den Angriffen von Florenz bis 1554 erfolgreich Widerstand, bis die Stadt verraten wurde. Giovannino Ceti, der Hüter der Garnison und Exilant aus Florenz, erhielt als Gegenleistung für die Schlüssel zur Stadt die Erlaubnis, nach Florenz zurückzukehren. Außergewöhnlich war, dass die Auditore ihre Herrschaft über Monteriggioni auch unter florentinischer Kontrolle aufrechterhalten durften, was uns zeigt, dass die Medici ihre Freunde nicht vergessen. Na, das ist doch mal nicht schlecht, ne? Zusammen mit Mario die Villa Auditore erkunden, aber natürlich. Also, erzähl mir alles. So, Mario Auditore.
1434 geboren. Condottiero, Adliger. Mario Auditore patrouillierte zusammen mit anderen Condottieri, den Freischarführern, durch die toskanischen Landstriche. Er spielte bei der Schlacht von Anghiari eine entscheidende Rolle. So machte er Micheletto Attendolo auf mehrere Staubwolken über der Straße aufmerksam, die einen Überraschungsangriff der militärischen Truppen ankündigten. Dank Mario wurde der Angriff der Mailänder vereitelt und die Florentiner gewannen die Schlacht. Auch wenn Mario in Anghiari auf der florentinischen Seite stand, so setzte er sich die meiste Zeit seiner Karriere für die Interessen seiner Heimatstadt Montericcioni ein. Er brachte die florentinischen Versuche zu Fall, toskanisches Gebiet zu erobern. Während Marios jüngerer Bruder Giovanni im Jahre 1454 nach Florenz zog, um seine Karriere als Bankier zu verfolgen, blieb Mario in der Familienvilla in Montericcioni. In einem Brief an Giovanni sagt er, dass er es vorziehe, wie ein Mann eine Waffe zu führen, statt Bücher und Bilanzen. Sie haben Vater wegen Verrates gehängt. Federico und Petruccio auch. Dann wollten sie mich. Weißt du warum? Ich habe keine Antwort, Onkel. Nur eine Liste mit Namen von einem Mann, der meinen Tod wollte. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie tot sind. Keine Sorge. Wir geben ihrem Toden einen Sinn. Hätte ich nur auch so viel Zuversicht. Komm schon, halt Schritt. Wir sind fast da. Ich glaube, vieles in Montericcioni wird dir gefallen. Ich dachte, Montericcioni wäre ein Feind von Florenz. Jetzt. Nächstes Jahr wieder Freunde. Das Jahr danach wieder Feinde. Und so weiter. Ich komme nicht mehr mit. Also versuche ich es gar nicht. Das sind ehrliche, hart arbeitende Leute. In den Läden gibt es vielleicht nur einfache Dinge, aber dafür gut gemacht und verlässlich. Hier ist auch eine Kapelle. Der Priester scheint sehr nett zu sein. Aber ich war noch nie ein Mann des Glaubens. Wusstest du, dass die Villa Auditore fast 200 Jahre alt ist? Sie wurde von meinem Urgroßvater erbaut. Ein seltsamer Mann mit vielerlei Geheimnissen. Halte deine Augen offen. Vielleicht entdeckst du ein paar davon. Wegen der ständigen Kämpfe fehlt dem Ort leider ein wenig der letzte Schliff. Ich wünschte, ich könnte etwas tun. An diesem Ort gibt es eine dieser Glyphen, die Sean erwähnte. Ah ja. Die Villa Auditore wurde im Jahre 1290 erbaut und war ein wichtiger Vorreiter der Architektur der frühen Renaissance. Die wunderbare Symmetrie und die geordnete Geometrie der Villa waren für die damalige Zeit eine Offenbarung. Nicht ausschließlich an Ästhetik interessiert hat Domenico Auditore, der Urgroßvater von Ezio Auditore, sein Zuhause gleichzeitig als Festung und als Übungsplatz ausgelegt. Die Villa überblickt sowohl die Stadt, die sie beschützt, als auch die Ebenen der Toskana. Nachdem die Fassade durch einen florentinischen Angriff im Jahre 1320 beschädigt wurde, hat man die heutige Fassade errichtet und eine Gemäldegalerie eingebaut. Domenico war mehr als nur Architekt und Krieger. Er war auch ein sehr guter Ingenieur. Das Gebäude hat mehrere einmalige Besonderheiten, beispielsweise versteckte Kammern und Räume mit Mechanismen, die den Zutritt blockieren. Dadurch ist das Gebäude sowohl technisch als auch architektonisch außerordentlich interessant. Aber ich habe einfach weder Zeit noch Geld, um es reparieren zu lassen. So ist wohl das Leben. Hier sind wir. Casa Dolce Casa. Und? Was meinst du? Sehr beeindruckend, Onkel. Sie hat wohl bessere Tage gesehen. Glaub mir, ich würde sie erstrahlen lassen, wenn ich nur die Zeit hätte. Da ich dir nun alles gezeigt habe, mein Neffe, solltest du gehen und dich einkleiden. Meine Leute auf dem Markt erwarten dich. Komm wieder, wenn du soweit bist, dann fangen wir an. Anfangen? Womit denn? Ich dachte, du kämst, um zu lernen. Nein, Onkel. Ich kam, um aus Florenz zu flüchten. Und ich will meine Familie noch weiter wegbringen. Und dein Vater? Er wollte sicher, dass du sein Werk beendest. Welches Werk? Mein Vater war Bankier. Warte, er hat nichts erzählt? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Was hast du dir gedacht, Giovanni? Wo soll ich denn anfangen? Geh und hol dir das Zeug vom Markt. Dann habe ich Zeit zum Denken. Aber... Kein Aber. Wir sprechen später weiter. Etwas Taschengeld, falls du es brauchst. Und wenn du dich mal erholen willst, habe ich dir ein Zimmer in der obersten Etage der Villa eingerichtet. Gut.
Aber ehe wir den Schmied besuchen, erkunden wir erstmal, was ich schon entdeckt habe. Die Glyphe. Nein, das ist eine Plato-Statuette. Okay. Da hinten ist noch was von Interesse. Soll wahrscheinlich die Statuette hin, oder? Der Gott des Zorns und der Stärke genießt die strahlende Schönheit seiner Geliebten. Sie zähmt seinen Zorn mit ihren sanften Berührungen. Ah ja, da sollen dann Statuetten hin. Und da hinten auch. Und dort auch. Diana und Apollo. Einer schläft, wenn der andere wacht, ohne sich je zu berühren. Behüten uns sie uns doch beide. Gemeinsam. So. Jupiter und Minerva. Hier sitzt der König des Olymp und neben ihm steht die Weisheit, um seine Herrschaft zu lenken. So, nun wissen wir, warum wir diese Figürchen da finden, sammeln müssen. So, Neptun und Pluto, hier ruhen zwei Brüder. Einer ruht in der Tiefe, der andere am Ende der Zeit. So, so. So, und was hat es jetzt mit dem Barcode auf sich da oben? Soll das die Glyphe sein? Ich glaube nicht. Oder doch? Oder doch, oder nicht? Ah, ist doch eine Glyphe. Vergangenheit. Ein großes Netz von Verbindungen und Unterverbindungen. Alles gesteuert vom Zufall, oder nicht? So. Was wird's diesmal geben? Ah. Wir drehen am Rad. Das sollte nicht allzu schwer sein. Bing! Eden Splitter 2. Königin Elisabeth I. von England 1559. Ach ja, wenn doch alle so einfach wären. Das ist Napoleon. Kaiser Napoleon I. von Frankreich, 1812, Eden Splitter 1. Könnten amerikanische Präsidenten sein. Moment.
Das haut ja noch ja nicht hin. So, jetzt. So, George Washington, Vereinigte Staaten 1781. Merke ich nur noch, lag ich doch mit amerikanischen Präsidenten gar nicht falsch. So, Passcode gefunden. 10352. Drücken, um den Passcode einzugeben. Ach, genau das war das. Hallo, ich bin... Nenn mich Subjekt 16. Hör zu. Ich habe nicht viel Zeit. Ich muss dir etwas zeigen. Wir wurden die ganze Zeit belogen. Alles, was... So. Also, es ging um den Apfel. Ach, verdammt nochmal! Warum erwische ich immer die falsche Taste? Ach, Menno! So, jetzt gehen wir noch den Synchronisationspunkt freischalten. Na gut, dann halt die nächste Glyphe suchen. Und wenn wir die gefunden haben, was soll denn das jetzt? Oh Mann, ach ja. Checkpoint. Der 14. von 73, waren das nicht mal 70? Wir können ja noch kurz die Villa erkunden gehen. Ja, genau daran erinnere ich mich. Ach ja, da werden Erinnerungen wach. Ah, genau. Genau. Genau, hier ist die Kunstsammlung. Die nicht vorhandene im Moment. Hier kommen dann die Ausrüstungsteile hin, wie unsere Schulterpanzerung. Ach ja, wir haben noch viel zu tun. Da ist er, der alte Fettsack. Alberti. Und zu dir kommen noch mehr. Tote.
So, haben wir die Katze. Die Kasse etwas aufgebessert. Eieieiei. Das Schlafgemach. Sorry. So, dann gehen wir mal zum Marktplatz. Edle Preise für edle Waren und Rüstungen wie für einen Kaiser. So gut wie alles, und Preis. So. Ein paar Stiefel. Und einen Dolch. Nun, euer Geld ist so viel wert wie jedes andere. Nein. So war das, okay. Faust, Schwert, versteckte Klinge. Bringt nun Verwundeten. Ich bin in der Nähe, falls ihr wiederkommt. Ich bin meistens hier. Heiler Dienste für die Schäfchen des Herrn. Casa Dolce Casa. Nein. Öffnen Sie das Inventar, um die Gegenstände und Ausrüstung zu verwalten. Rüstung. Schulterleder, Lederstiefel. Waffen, versteckte Klinge, Dolch, normales Schwert, Fäuste. Gegenstände, Codex-Seiten. Ah ja. Entschlüsselt, entschlüsselt. Statuen, Federn. Touren, Weine. So. Tja, also hier sieht's ja schäbisch und trist aus. Ah, da ist eine Feder. Eigentlich sagt man, hier möchte ich nicht tot über den Zaun hängen. Aber naja, ist halt der Familiensitz. Müssen wir was draus machen. Ah, eine Glyphe. Yippie! Hep! Und hep!
Ach nee, das ist... Ja, okay. Das ist keine Glyphe. Aber wir haben wieder ein Figürchen. Vielleicht finden wir gleich noch die anderen. Was soll das? Vielleicht aber auch nicht. Sie noch alle? Nö, habe ich nie. Ach, es wäre schon schön, wenn wir noch ein bisschen was finden bei der Gelegenheit. Was soll das? Vielleicht da drüben? Vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Ach, guck. Ah, siehst du da? Haben wir wieder was. Da auch. Hey, das macht ja Spaß. Wenn es ein bisschen scheiße aussieht. Komm ich jetzt an das Figürchen? Von oben? Ja! Ah, da ist noch eine. Cool! Da ist eine Kiste. Nein, 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 Blödsinn! Ach, bist denn du wahnsinnig. So was sollst du doch nicht machen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da rankommen. Von oben. Würde ich mal sagen. So, das Figürchen war da drüben. Ah, da oben ist eine Feder. Komm ich hier hoch? Nein. Komm ich hier hoch? Nein. Komm ich hier hoch? Ja. Geben da oben. Bestimmt eine Kiste. Nicht. Schwache Kühe. Na Alter, bist denn du wahnsinnig? Ach Mann.